Hallo zusammen. Heute zeige ich euch die Beobachtungsergebnisse vom 9. Mai 2023 mit dem Equinox. Wir beginnen mit M61, Messier 61. Diese Galaxie ist auch bekannt unter NGC 4303. Es ist eine Spiralgalaxie mit ausladenden Spiralarmen und schönen kosmischen Staubbahnen. Die Astronomen sind wohl der Meinung, dass so auch unsere eigene Galaxie aussehen würde, wenn man von oben drauf schaut. Das zweite Objekt des Abends ist Messier 99, auch als NGC 4254 bekannt. Sie wurde bereits 1781 entdeckt. Das Besondere an ihr ist, dass sie die zweite Galaxie ist, bei der man die Spiralstrukturen erkennen konnte. Bereits 1846 konnte man das Bild so beschreiben, wie wir es auch heute sehen. Und das ohne Kamera. Und damit tschüss für heute.